So Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Im letzten Part sind wir auf Island 7 angekommen, der letzte Island. Und in diesem Part werden wir sie ein wenig erforschen. Mit Schutz, denn ich habe keinen Bock auf wilde Kämpfe oder Trainer. Die Insel ist so weitläufig, es ist schwer sie zu überwachen. Memme. Ich bestrafe Leute, die Pokémon missbrauchen. Dann komm her, Baby. Scheint kein Problem darzustellen, Trainer. Ja, apropos, ich muss eigentlich noch die Community-Frage haben. Die Community-Frage von heute ist, welches Remake von Pokémon findet ihr am besten und warum? Hallo? Wenn ihr Seite von dieser bin, fühle ich, dass wir nicht verlieren können. Ja, ich muss sagen, mein Lieblingsremake ist Heart Gold und Soul Silver. Ich muss sagen, da haben sie wirklich einiges verbessert. Grafisch gesehen ist es wirklich eine Pracht. Hat für mich die schönste Grafik von allen Pokémon-Spielen. Selbst schöner als Black and White, obwohl Black and White ist wirklich sehr schlecht. Und ja, auch die vielen coolen Features, wie jetzt der Pokéathlon, die Safari-Zone. Ein Minus hat es, das ist mit dem Glücksspiel, da kann man ja keine Münzen mehr kaufen, da muss man ja spielen. Finde ich wirklich schlecht gemacht, aber who cares. Aber wenn ich jetzt 10.000 Münzen brauche, dann bin ich schon einige Tage dran. Aber ansonsten hat sich wirklich schon einiges schön verändert. Außer halt, dass halt wieder mal ewig lange braucht, bis du Level 100 bist, denn klar, du kannst die Top 4 machen, aber wilde Pokémon sind nur bis Level 50. Also ein bisschen schlecht. Und tschüss, Entron. Das war's für dich. Wenn ich an der Seite von Tizia bin, fühle ich, dass wir nicht verloren haben. Ja, Geld her und Ruhe, ja. Danke. Moment, Beere. Frage ja, Beere. Da frage ich mich, was soll ich mit der Beere? Ah, warte jetzt. Ich bin so gut. Tralitra. Ziemlich Schluss, hier kann man ein neues Pokémon finden, nämlich ein super cooles Larvitar, das zu einem Despotar wird, welches eines der stärksten Pokémon ist, also der stärksten nicht-legendären Pokémon. Und ich nehme mal die Schnee nach vorne. So, Hallöchen. Ich gehe mein Bestes, um meinen Mentor nicht zu enttäuschen. Lass mir raten, der Blauschopf ist ein Mentor. Prima Paar. Oh Gott, Miltank und Tauros. Och Gott, nee, und ich habe natürlich physische Sweeper drin. Oh, wir sind ziemlich hoch gelevelt, wenn ich mal anmerken darf. Risiko-Tackle auf Miltank und Moglieb auf Tauros. Tauros hat mehr Angriff, Miltank ist eher defensiv, deswegen will ich jetzt mal Tauros vom Angreifen abhalten und erstmal Miltank vernichten. Was ziemlich gut klappt mit dem Risiko-Tackle. Ein Igler. Solange du solchen Abkack machst. So, gut, dann mache ich mal. Ich mach mal Borschnabel und mach mal Rückkehr auf Tauros. Vielleicht zieht sie ja einiges ab, da sie ja einen Step kriegt und ziemlich stark ist und. Nee, nicht wirklich. So, Borschnabel. Wird es nicht umhauen? Ne. Fruchtler, das wird Dodri umbringen. Ja. Mit Step und seinem hohen Angriff ist es einfach too much gewesen. Eclair. Los, Eclair. Nein! Das war eine große Befürchtung, dass du das Milchgetränk benutzt. Mann! Ich hasse dich. So, Surfer und. Rückkehr. Ich werde jetzt mal Tauros losbringen, das ist ein Fuchtler hat. Das ist ziemlich böse im Fuchtler. Mit Step und einer starken. Ah, oh, fuck. Von 120 und seinem hohen Angriff ist es ziemlich fies. Außer gegen Eclair. So, Surfer und weg mit euch. New. New. Tschüss, Tauros. Body Slam. Aua, meine arme Katze. Surfer und Rückkehr. So, soll es gewesen sein. Zunächst trifft hier Surfer noch meinen Partner noch nicht. Und Surfer. Dem Surfer zugute. Tschüss, Miltank. Viele Erfahrungspunkte für so eine kleine Kuh. Oh nein, es tut mir so leid. Tja, jetzt legt er dich übers Knie.
So, da ist ein Item, ist immer relativ bums. Dann ich will erstmal hier in die Tanibo-Schlüssel. Cooler Name. Ein kleines Rätsel lösen und ja. Ist ein ziemlich einfaches Rätsel. Einfach den Stein hier nach oben. Den Stein kann man jetzt nach links oder nach rechts schieben. Ich tue jetzt nach links. Cause I can. Wie immer die Erde schön zittern muss. So. Darüber. Zack. Überlegen. So, zack. Und ja, nicht rausgehen, sondern resettet ihr es. Und das ist natürlich blöde. Aber sobald man alle drin hat, ist das alles in Ordnung. So. Und der letzte. Schutz, ja. Drin greifen sowieso, glaub ich, gar keine wilden Bocken an. Also von daher. So, und jetzt. Boom. Boom. Irgendwo in der Ferne. Ich glaube, das ist eine geheime Erschütterung. Und woher weiß das mein Charakter? Keine Ahnung, das sagt es ihm. So, Topschutz. Hallo Item, ein Nugget. Yeah, wir finden ein bisschen Gold. Das einfach nur so auf der Straße rumliegt. Ach, hallo Trainer. Es macht nichts, dass du zufällig die stärksten Pokémon. Das bedeutet nichts, wenn du nicht mit ihnen umgehen kannst. Aber du bist ein Meister. Oh yeah, Baby, ich bin der Meister. So, was haben wir hier? Ein Top-Elixier. Woohoo, yeah. Und du bist ein komischer Kotz. Bis wir lange trainieren, ist mit Sicherheit keine schlechte Idee, aber mit deinem Partner macht nach den Sternen zu greifen, ist auch in Ordnung. Auch Bruno, er hat zuvor mit einem Kumpel namens Camillo trainiert. Ah, der Arenaleiter von Höhen. Ich habe halt nur, um die Umwelt zu schützen, im Gegensatz zu beschützt die Umwelt mich. Die arme Umwelt. Wow, du bist stark, musst du mich beschützen? Alter, ich bin ein 10-jähriges Mädchen, natürlich nicht. Deine Schuhe sind ziemlich cool. Ich weiß. Sind von Mama. Ernsthaft, die sind wirklich von Mama. Wenn du das Spiel verfolgt, dann wisst ihr ja, dass wir das von Mama bekommen. Oh, ein Janera. Los, Kätzchen, du Mogli. Janera, ein ziemlich gutes Pokémon in Spezialverteidigung, allerdings ziemlich mies im Angriff. Und ja, man sah schon. Hat ziemlich viel abgezogen und Verteidigung hat es wirklich kaum eine. Aber als spezielle Defensiv-Wall ein ziemlich gut gegangenes Pokémon, vor allem Hytera. Du bist ganz schön stark dafür, dass du so niedlich aussiehst. Ich bin nicht niedlich. Lass das, du blöde Schnalle. Oh, hallo. Ich bin in Topform. Glaube ich nicht. Zieh doch noch ein bisschen mehr aus dem Mühlenmehl, Elfi. Ein Raser. Glaube ich, mach dich nicht mal an. Mogli. Bam. Schalt zurück, du doofer Schweinaffe. Und. Airoas! Bam! Und tschüss! Rasaf, das schnellste Kampf-Pokémon, glaube ich sogar. Also das schnellste reine Kampf-Pokémon, wie ich denke. Ist es, glaube ich, auch sogar? Ich weiß nicht. Naja. Capoeira. Oh, nicht Capoeira. Los, Mappo, du darfst auch wieder mal kämpfen. Capoeira. Was gibt's über das Pokémon zu erzählen? Der Name ist von einem Kampftanz abgeleitet, dem Capoeira. Ist, glaube ich, ein brasilianischer Kampftanz. Und ja, es ist ein Kampftanz. Scanner. Wie ich dich hasse, du Scheißvieh. Wie ich dich abgrundtief hasse. So, komm. Hier. Schmeckt das, Mann! Capoeira! Haha, Spezialverteidigung singt. Wie geil. Agilit, ja, mach dich ruhig schneller, Kleiner. Ich glaube auch, Capoeira ist das einzige Pokémon, das Dreifachkick erlernen kann, oder? Da kann es doch wer anders erlernen? Nee, ich glaube nicht. Aber ich muss sagen, Capoeira ist nicht so das Super-Pokémon. Ich mag es nicht so. Da finde ich Kick-Dee und Noctlam viel besser. Mashok, da kannst du drin bleiben. Mashok hat eine ziemlich schlechte Spezialverteidigung. Also, wird Psychokinese, denke ich mal, ausreichen. Vor allem 11 Level-Unterschied und naja. Bye-bye, Mashok. Jo, wie gesagt. Und noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Hä? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ja, du bist nicht ganz in Ordnung. Du bist halb nackt. Ein großer Felsen. Verdammt, ich habe ganze Trümmer-Pokémon dabei. Gutes Item da hinten hole ich mich später. Hallo, ich will kämpfen. Kämpfen!
Du siehst stark aus, ich will gegen dich kämpfen. Bitte! Ja, ja, dann fleh mal nicht so, du kleiner Schnösel. Astrainer Ottmar. Rietze. Ach du Scheiße, da 5 Pokémon. Und ich habe natürlich die Katze vorne. Halleluja. Okay, das könnte ein bisschen schwerer werden. Obwohl, der 5 Pokémon ist nicht cool. Grimm. Ja. Wetten, ich bin immer noch schneller. Wetten? Ich wette darauf. Wie gesagt, Rietze ist sehr langsam. Und es hat rote Augen. Oh mein Gott. Wäre es weiß, wäre es Nalbino. Und tschüss. Und Kangama. Ja, ich wechsle mal aus auf Isha. Kann Kangama Konzentrator haben? Nee. Die kann einfach Frühwecker haben oder mit. Nee, nicht Mitnahme, oder? Nee. Rasanz oder. Keine Ahnung, mal schauen. Moglieb. Sieht einiges ab, schreckt zurück, finde ich gut. Und Rückkehr. Wird, denke ich mal, nicht ausreichen. Oder? Na, ah, ganz knapp. Ihre Schlag ist eine fiese Attacke. Sie kann verwehren und natürlich hat er eine Top-Genesung. Ottmar, ich hasse dich. So gut, machen wir auch mal zwei im Rückkehr und dann ist auch Kangama weg. Hier, schmeckt meine Liebe. Weibchen gegen Weibchen. Zickenkrieg. Rückkehr. Ich muss nur was trinken, aber ich habe hier nichts. Ich muss zu trinken. Aber ich bin froh, dass ich in diesen fast 6 Minuten, die ich schon aufnehme, und ich schneide das auch rum und so, dass ich noch nicht niesen musste, weil momentan ist es mit dem Heuschnupfen extrem bei mir. Wenn ich davon spreche, muss ich schon niesen. Oh nein, ich muss niesen. Oh, verdammt. Wieso habe ich davon angefangen zu sprechen, nicht Vollhorst? So, Marschalk ist auch kein Problem. Tschüssi. Tschüss, du Adonis. Wow. Lamos. Ach du Scheiße. Isha. Obwohl, hier sind noch Lapras, ja, egal. Ja, man merkt schon, ich habe kein Elektro-Pokémon. Normalerweise habe ich immer ein Elektro-Pokémon dabei. Ganz selten mal ein Pflanzen-Pokémon, denn ich finde, wenn ich ein Elektro-Pokémon dabei habe, ist Pflanze für mich unnütz, da ich immer ein Wasser-Pokémon dabei habe und mit Elektro auch gegen Wasser gesichert bin, mit Wasser gegen Boden und gegen Gestein. Daher ist Pflanze für mich schon unnütz. Und tschüss, Isha. Autsch. Meine arme Katze. Du Monster. Dafür musst du sterben. Smeatbow los. Streng dich an, Smeatbow. Smeatbow. Gigasauger. Lutsch ihn aus, kleines Smeatbow. Gut gemacht. Lamos, Lamos. Ursaring. Ach du Kacke, sorry. Wird, denke ich mal, ausreichen, deinem Flammenwurf. Mann, wie oft ich hier wechseln muss, nur für diesen einen Trainer. Ja, glaub's ja nicht. Aber ich glaube, diesen Kampf schneide ich nicht raus, da er doch ein bisschen fordernd ist. Ich bin ja gerade einen Pokémon von mir umgebracht, dieser Arsch. Ich kann das wagen, meine arme Katze zu töten. Aber Ursaring ist auch weg. Gut. So, das war's. Ich wusste es, du bist genauso stark, wie ich dachte. Und ich bekomme Geld. Ja, Geld. Rein ins Haus. Und ihn erstmal beklauen. Lucky Punch. Item für Janeiro, das. Was macht das nochmal? Hört den Angriff? Oder Spezialverteidigung? Ich weiß es gerade nicht. Ups, wie nach dem Spezial gekommen. Hört die Volltrefferquote. Pfff. Ist irgendwie unnütz. What the fuck? Tanze, tanze, Janeiro, tanze. Mach auch mit, tanze, tanze. Jo. Ich tanze den Janeiro Tanz. Yeah! Was? Was hast du mit Blackstream mit uns gemacht? Jetzt geht es dir gut, hast du ein Glück. Was hast du mit mir gemacht? Bin ich noch eine Jungfrau? Oh Gott! Leute, ich muss zum Gynäkologen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!